Alter, mit Telefon wird man ja nicht mehr so. Hier! Hier, guck mal! Blaues Licht! Ach Scheiße, mein Wagen ist umgekippt. Aber genau, hier, blaues Licht. Für die Leute, die mich schon länger verfolgen oder sich hier in dieser Umgebung hier auskennen, die wissen Bescheid, wo ich jetzt gerade drüber laufe. Und wenn nicht, dann habt ihr Pech. Und hier, genau an dieser Stange, habe ich schon mal so gemacht. Leute, es fängt an, in Ström zu regnen und es ist richtig beschissen. Ich werde jetzt diesen gelben Sack hier über meinen Wagen rüberziehen. Und wisst ihr, was beschissener ist? Dieser gelbe Sack, das ist ein Regenponcho. Der ist bei der ersten Anwendung gerissen. Ich habe den gerade frisch bestellt. Das ist ein richtiges, billiges Arschlochteil. Ich brauche einen neuen Regenponcho. Das ist ganz wichtig. So, ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Mein 3x3 Meter Tarp. Hier auf diesen komischen Ast. Dieser Ast ist auch wieder viel zu lang wie beim letzten Mal, wo ich hier gepennt habe. Aber egal, ich habe das auch doppelt gespannt mit zwei diese Bänder. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob das vielleicht irgendwie wegreißen könnte, damit das hier auf meinen Kopf fällt. Ich bin erwacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Letzte Nacht, da war es richtig windig gewesen. Und das hat hier diesen Stock hier weggerissen von meinem Tarp. Aber dieser Stock, dieser Ast hier, der ist nicht auf meinen Kopf gefallen, sondern der ist neben meinen Kopf gefallen. Also ich habe hier gepennt. Also hier hat mein versiffter, verschmierter Kopf hier drauf gelegen. Und der ist neben meinen Kopf gefallen. Und das hat hier mein ganzen Dach hier runtergerissen. Aber danach hat es gar nicht mehr geregnet gehabt. Und deswegen ist das egal. Bah, hört auf mich zu belästigen. Ihr stört mich. Ihr seid richtig giftig. Hier, guck mal, das hier, das sind meine Wurstfinger. Ich möchte euch meine Wurstfinger hier präsentieren. Da habe ich schon ganz oft drauf gespritzt und sowas. Die sind richtig giftig. Das könnt ihr mir glauben. Oh Scheiße, ich bin mit meinem Ellenbogen hier gegen diese Brennnessel hier dran gekommen. So dass hier ein paar Flecken dran sind. Und guck mal hier. Hier vorne an der Haut, da habe ich auch ein paar Brennnesselflecken. Hier an meiner Hand. Guck mal Leute, diese Stelle hier, die ist so gechillt, dass ich ja den gesamten Tag hier verchillt habe. Die Sonne geht langsam runter. Das heißt, wir haben Abend und bald kommt Dunkle. Und das ist hier immer noch gechillt hier. Und ich habe hier meinen Schlafplatz wieder aufgebaut. Extra um zu prüfen, ob das hier schon vielleicht diese Nacht auf meinen Kopf fällt. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ich werde gleich kochen. Oh, das riecht schon so richtig lecker. Es wird gleich so richtig geiles Fressen geben. Ich bin aufgestanden. Ich habe schon wieder hier gepennt. Hier. Genau. Und guckt euch mal diesen Loch hier vorne an. Das ist von der vorigen Nacht passiert. Weil dieses hier. Sondern der hier. Okay, seht ihr dieses Loch hier? Der hat hier gestanden. Und in der Nacht, wo dann mein Tarp dann plötzlich weggefickt wurde, beziehungsweise dieser Stock runtergefallen ist, fast auf meinen Kopf, dann lag der hier brennt hier. Und der ist runtergefallen und dann über diesen Loch ist die Flamme dann rausgekommen und dann hier rein. Deswegen ist hier jetzt ein Loch drin. Das heißt, wenn es irgendwann so richtig regnen tut, dann werde ich endlich nass. Das wird richtig geil. Und da vorne ist Boot. Guck mal hier. Hier ist ein Insekt. Das hat diese Spinne hier getötet. Und das frisst das gleich auf. Und dieses Insekt ist heute Morgen über mein Gesicht rüber geklettert. Das weiß ich noch ganz genau.
Der hat mich richtig genervt. Aber der hat mich nicht gestochen, sondern die Spinne. Aber trotzdem ist das ein richtig, so ein richtiges Miststück hier vorne. Guck mal, hier kommt Dampf oben raus. Das heißt, ich glaube, mein Koffein ist fertig. Genau, das blubbert hier. Das müsst ihr unbedingt auch alle so machen, draußen in der Natur Kaffee zu saufen. Das hat Freude dran. Das ist richtig geil. Das müsst ihr mir alle nachmachen, das ist ganz wichtig. So, ich habe gerade meinen Tarp abgebaut, genauso wie meine ganzen Sachen eingepackt. Die sind hier jetzt auf diesen Wagen drauf. Und hier nochmal der letzte Blick von diesen... Genau, Weser heißt das. An diesen Fluss. Und jetzt laufe ich mit dem Wagen zurück nach Hause. Ach, das ist so nervig mit diesen Dosen, ne? Alles nervt. Ich laufe jetzt durch diese Feldlandschaft durch. Durch genau diese Feldlandschaft, wo ich schon mal Soa gemacht habe. Hier geht. Von diesen hier, da sind noch ein paar Tropfen runtergefallen und das ist auf mein Bein drauf gespritzt. Warte, guck mal, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass hier kein Wasser mehr drin ist. Oder fast kein Wasser mehr. Hier diesen Kanal von diesen Schiffskatapultieranlage. Und das stinkt hier total. Das riecht hier nach tödlichen Krabben und sowas. Nach tödlichen Krabben und Fische und sowas. Das... Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier wirklich weg. Ich kann diesen Geruch nicht ab. Das ist... Oh. Boah, das ist richtig bitter. Oh. Also hier ist mir jetzt gerade wirklich schlecht geworden bei diesem Gestank. Hier auf diesem Schild, bei dieser Stange, da habe ich schon ein paar Mal Bierpower drauf gemacht. Genau hier. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock darauf, Bierpower zu machen, deswegen mache ich das jetzt gerade nicht. Und das hier, das ist E-Center. Und ich werde jetzt da reingehen, um hier diese ganzen Pfanddosen zu verkaufen. Leute, ich bin gerade dabei, Burger King aufzuessen. Thank you.